Erst muss ich vielleicht noch ein bisschen ausholen, weil das Projekt Versicherungskammer Bayern, das war ein zeitlich begrenztes Projekt. Da ging es eben darum, dass das Unternehmen einen Neubau errichtet hat. Und in dem Neubau sollte eben zeitgenössische Kunst eine Rolle spielen. Und da wurden wir eben eingeladen, Konzepte zu entwickeln und dann eben auch zu realisieren. Dies geschah im Zusammenhang mit dem sogenannten Kunstausschuss. Und in diesem Kunstausschuss waren eben Vorstände, Architekten, externe Berater auch versammelt und die haben dann auch die Vorschläge, die wir eingebracht haben, bewertet. Da waren jetzt natürlich Personen dabei, die ein Nahverhältnis zur Kunst schon hatten, wie Architekten etc. Andere, aber auch die eher von der technischen, kaufmännischen Seite kamen, die haben zur Kunst nicht so einen Zugang gehabt. Und da ging es eben ums Vermitteln. Ja, da musste man die goldene Mitte finden zwischen Forscherpräsentation und gefühlvoller Annäherung der Betrachter an das zukünftige Werk. Und es ist immer wieder auch wichtig, mit den Mitarbeitern zu sprechen, den Mitarbeitern die Kunst zu vermitteln. Also ich habe auch viele Führungen gemacht. Es wurde ein kleines Faltblatt aufgelegt. Die Mitarbeiter wurden über Intranet jeweils informiert, wenn wieder ein Kunstprojekt vor Ort realisiert wurde. Sie wurden eingeladen, dazu zu kommen, mit dem Künstler zu sprechen. Es gab auch nach Fertigstellung der Kunstprojekte also bestimmte Termine, wo Künstler angereist kamen, um für Gespräche mit Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. Es wurde eine Publikation erstellt über das Kunstprojekt und die Architektur. Also da wurde auch viel vermittelnd gewirkt. Ja. Also bei Kunst im Unternehmen jetzt im Speziellen ist es meistens die Sorge, dass die Kunst von den Mitarbeitern nicht verstanden und daher abgelehnt wird. Ja? Und das will natürlich kein Vorstand, weil jeder in diesem Kunstgremium ist bemüht, das Projekt natürlich gut zu machen, die Architektur durch Kunst auch noch aufzuwerten. Und da ist eben die große Sorge, dass das dann auch alles passt, wie es so schön heißt, ja, ineinander spielt und dass die Mitarbeiter mit neuen Ausdrucksformen bekannt gemacht werden, das ist ja gewünscht, aber die Kunst darf nicht verstören, die Kunst darf nicht so extrem sein, dass Mitarbeiter sich beleidigt fühlen oder sie dann von vorneweg ablehnen. Und das ist eben die Aufgabe des Vermittlers in so einem Projekt, dass man die Kunst aussucht, vorschlägt und anbietet, von der man überzeugt ist, das ist für diesen Zweck passend. Die Mitarbeiter waren erstmal daran interessiert zu sehen, was gibt es überhaupt im Haus, was wurde gemacht. Und dann gab es bei den unterschiedlichen Arbeiten natürlich die Fragen zum Beispiel bei der Arbeit von Stefan Huber, bei dieser fiktiven Bibliothek, warum sind es keine echten Bücher und wie steht es im Zusammenhang mit dieser Lichtarbeit? Also da musste noch einmal vermittelt werden. Also die Idee eben Katastrophen und Rettung, dass es hier eine Klammer gibt zu dem literarischen Zitat über die Ausarbeitung in dieser Lichtspirale bis hin wiederum zu philosophisch-historischen Texten zum Thema. Also diese Klammer, die wurde dann durch die Vermittlung natürlich auch klarer. Oder bei der Arbeit von Reto Boller, die ja also die härteste Arbeit ist in dem Konzert von Kunstwerken, da ging es natürlich schon auch darum zu vermitteln, was sollen jetzt diese 300 Metallstäbe und diese scheinbare Baustelle im eben neu errichteten Gebäude. Und da hat natürlich auch der Künstler selber dazu zur Aufklärung beigetragen, was er sich damit vorgestellt hat. Und ja, das wurde dann auch wieder über dieses Künstlergespräch, wurde wieder auch in den internen Medien, im sogenannten
Innenreport berichtet und so wird diese Kunstvermittlung so in kleinen Schritten betrieben. Und man muss natürlich auch immer wieder sich vor Augen halten, dass die Kunst nur von einem Teil der Mitarbeiter auch wahrgenommen wird. Das ist genauso, also wahrgenommen wird sie von, natürlich von allen, aber mit einem vertieften Interesse oder Neugierde bringen ihr natürlich nicht alle Mitarbeiter entgegen, weil es gibt in einem Unternehmen viele Interessensgruppen. Da gibt es die Kegler, da gibt es die Fußballer, da gibt es die, vielleicht die Schachgruppe und so gibt es auch die Gruppe, die sich für Kunst interessiert. Das ist wie in der allgemeinen Gesellschaft auch. Ja.